Hallihallo zusammen. Hier ist wieder Crave for You und wir spielen Sink into Madness. So, heute wollen wir nicht sinken, sondern heute wollen wir mal ein bisschen weiter craften und uns ein bisschen voranbringen. Ich habe das ja in den letzten Folgen eigentlich schon vorgehabt und jetzt machen wir das auch. Das Place Powder aus der letzten Folge haben wir zwar eigentlich für was anderes gefarmt, beziehungsweise die Blaze Rods. Wir brauchen jetzt ein bisschen was davon. So, wir brauchen erstmal, also mich regt dieses Crafting hier auf. Ne? Das heißt, wir brauchen eine Searchbox. Okay, das heißt, wir brauchen ein bisschen Eisen, ein bisschen Redstone, ein paar Eisenblöcke und was war's noch? Die Bücher. Genau. Klick, klick, klick. So, das heißt einmal einen Kompass. Und wenn ich dann noch das Rezept richtig in Erinnerung habe, kommt der hierher. Die Bücher kommen hier, hier und hier hin. Wir haben die Blankboxes vergessen. Die kommen, glaube ich, hier hin. Und 1, 2, 3, 4. So, das ist erstmal die Searchbox. Die ist für uns wichtig. So, nehmen wir jetzt hierher. Das heißt, wir können jetzt hier endlich suchen. Iron. Genau. So, und dann machen wir nämlich jetzt noch die Link Search an. Und dann suchen wir hier das gleiche wie da drüben. Beziehungsweise da drüben das gleiche wie hier. Genau. So, und als nächstes brauchen wir unbedingt das Crafting Table, weil, ja, wie gesagt, das Crafting reicht mich off. So, Ender Eyes. Und dazu brauchen wir Blaze Powder und eine, Ender Eyes, ne? Blaze Powder. Oh, das ist so cool. Ender Eyes. So. Einmal das. Die brauchen wir hier. So. Nicht alle bitte, sondern nur drei. 1, 2, 3. Und was brauchen wir eigentlich noch? Ich weiß es schon nicht mehr. Crafting Table. Ach ja, Crafting Tables brauchen wir und einen Diamond. Das sollte nicht das Problem sein. Diamanten sind hier. Und Crafting Tables können wir auch machen. So, 4 Stück. Klick, klick, klick. Und die Crafting. Jawohl, Crafting Box. Das ist richtig nice. Die können wir hier erstellen. So. Und jetzt können wir endlich craften. Wir können endlich craften hier drin. Leute. Oh Mann, das ist schon cool. So. Sehr, sehr gut. Das hilft uns extrem weiter. Es sieht zwar immer noch blöd aus, aber wir können jetzt endlich craften. So, schauen wir nämlich nochmal in unser Questbuch rein. Wir haben hier als letztes ja den Taco gemacht und wir haben auch den Reward. Ne, doch, den haben wir uns abgeholt. Naja, leuchtet nur so. Beziehungsweise hier sind wir fast fertig. Wir brauchen nur noch die Airship Upgrades. Dafür brauchen wir eine Airship Workbench und Miner Speed Upgrade Modul, Speed Modul Miner, wie ihr es jetzt. Brauchen ein, oh cool, wir kriegen ein Colorizer für unseren Ballon. Okay, erstmal Airship Workbench und dann schauen wir mal. So, Wizcraft, einmal diese und ihr seht schon, wieso können wir die eigentlich machen? Wir haben doch noch mal so einen Fire Charge. Ich dachte schon. Das wäre natürlich ziemlich crazy gewesen. Jetzt hätte ich mich wirklich. Das wäre jetzt wirklich cool gewesen. Lapis haben wir nicht. Und warum haben wir keinen Lapis? Das ist ja interessant. Mach mal bitte Lapis. So, in der Zeit schauen wir, was wir noch brauchen. Genau, den Fire Charge.
Appetit. Oder Cola geht auch. Wunderbar. Dann haben wir den. Ja, und da fehlt nur noch der Lapisblock. Das fetzt. Ja, das nehmen wir direkt mit. Den Rest lassen wir durchlaufen. So, einmal Lapisblock bitte. Und der Rest kommt wieder rein. Und wir haben die Airship Workbench. Used to craft all parts, airships and modules. So. Ja, naja, hier ist ja auch irgendwie unser Workbench. Also ich muss den Boden nochmal ändern, das nervt mich hier, dass wir noch so einen halben Boden, so einen halben Block nach unten sind. Okay. Das ist das. Und wahrscheinlich brauchen wir, um dieses Modul zu craften, genau diese Workbench. Und das ist dieses hier. Gold, dieses Fire Charge, einen Diamant. So, Diamant. Das Fire Charge. Ja, und einmal Gold. Nee, zweimal Gold, glaube ich. So, wir brauchen noch ein paar Goldnuggets. Wir werden jetzt trotzdem den Goldblock kaputt machen. Es ist nicht so wild. Ich glaube, das müsste reichen. Schauen wir mal. So, und jetzt schauen wir mal, was das Modul sonst noch braucht. Modul, nicht Mode. Und zwar braucht es diese Logic Chips. Davon können wir keine machen, weil wir kein Cobblestone haben. Das ist eine Lüge. Ah, doch nicht. Nochmal bitte Logic Chips. Ich schmeiß mal die mal hier rein und die. Wir brauchen noch Cobblestone dafür, oder nicht? Ach, Mann! So. Ja, und die müssen wir natürlich auch in der. Okay. Das heißt Redstone, die Golden Nuggets und den Cobblestone nehmen wir mit rüber. Was natürlich jetzt schade, dass das nicht angeschlossen ist, ne? Das heißt, das war glaube ich hier unten, das hier oben. Klick, klick. So, eins. Zwei. Ach Quatsch, was mache ich denn? So, 1, 2, 3. Das sollte reichen. Und jetzt das Modul dazu. Jawohl. Minor Speed Modul. So, das kommt zurück. Das auch und das erst recht. Das heißt, wir können hier den Reward claimen. Bam, bam, bam. So, und damit haben wir die erste, oh, Entschuldigung, die erste Etappe geschafft. Getting started. Oh Mann, ich weiß nicht, wo es noch hingeht, ne? Das heißt, unsere Journey hat eigentlich gerade erst begonnen, wenn wir sehen, was wir jetzt alles tun müssen. Ne? Power, hier geht es dann in Richtung Ender.io, Enchantment. Das ist, glaube ich, ein Magma Crucible. Mal schauen. Ender Chest. Da wollen wir sowieso so schnell wie möglich hin, damit wir endlich den Loot hier hochbekommen. Und dann, Wither wahrscheinlich töten, den Enderdrachen töten hier. Und da will ich gar nicht wissen, was das hier ist. Oh Mann, oh Mann. Oh, hier kriegen wir eine Jetplate, Solarion Jetplate sogar. Cool, bekommen wir vielleicht vorher noch irgendwie was zum Fliegen? Farming Station sollen wir bauen. Ja, das wollte ich sowieso bald machen, um ein bisschen Holzkohle zu bekommen. Plate Chest, Wellcast. Oh, hier. Das, sorry. Ward. Conductive
Iron Jetpack. Da soll man einen Endercake machen. Aber wahrscheinlich können wir das sowieso nicht claimen, bevor wir die anderen Sachen nicht haben. Endcake. Leute. Den haben sie natürlich extrem genervt, ne? Philosopher's Stone, das heißt, da müssen wir den Wither viermal töten. Okay, das heißt, da kommen wir so schnell nicht hin. Aber mit Lava Generator MK1 ist ja unser nächstes Ziel. Und da können wir mal hinschauen, was das bedeutet. MK1. Den können wir auf jeden Fall schon. Den können wir schon. Den können wir schon. Klack. Oh, direkt. Bam. Erstes Reward in der neuen Folge. Oh yeah. Never bound. Okay, Glowstone, Soul Sand, Netherrack, Nether Quartz. Okay, Soul Sand haben wir wahrscheinlich nicht genug mitgenommen. Okay, Nether Quartz. Sollten wir aber eigentlich genug haben. Dann haben wir noch Netherrack, den haben wir auch nicht genug. Okay. Glowstone. Und dann Quarz haben wir eigentlich auch nicht genug. Okay, wir müssen sowieso dann nochmal in den Nether. Aber ich würde gerne nochmal dort hoch. Und ich will mich nicht nochmal hochbauen. Also dieser komische Pfeiler, der wird abgebaut. Denn ich habe eine coole Idee, wie wir jetzt hier weiterkommen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was in den Lootpacks drin ist. So. Bitte nicht noch eine Bell. Ich habe echt, das habe ich mir gedacht. Ich stelle mich jetzt mal hier rüber. Ich habe die, glaube ich, immer dort aufgemacht. Ich stelle mich jetzt hierher. Mal sehen, ob es an der Position liegt. Na toll. Diamond Storage. Oh Mann. Ich glaube, so viel Storage werden wir niemals hier dran pallern können. Okay, kommt das erstmal hier rein. Wir haben immer noch 320.000 Platz. Ne? Wir haben 9.000 belegt. Also. Easy going. So. Die Farbe des Ballons ist mir sowas von egal. Aber wir wollen auf jeden Fall mal ein besseres Flugzeug. Und so richtig muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie man so ein Flugzeug craftet. Das können wir ja mal gleich nachschauen. Wir wollen gerne eine Obsidian. Ein Obsidian. Netherbrick. Menhelin. Ich möchte Obsidian. Wo ist es? Da, Obsidian. Das kann nämlich 220 Blöcke hoch fliegen. Und das ist ziemlich cool. Mal sehen, was wir dafür brauchen. Okay, wir brauchen ein Obsidian Airship Frame. Das ist kein Problem. Obsidian und ein Minecart, ne? Nicht das Ding. Ein LED. Da brauchen wir einen String und einen Slime Ball. Wie viel Stück brauchen wir davon? Das war natürlich Quatsch jetzt. Einmal so. So, fertig. Okay, perfekt. Das nächste ist das. Einmal den. Und jetzt baue ich das Ding quasi schon, obwohl ich auch nicht weiß, ob wir so weit kommen. Okay, nicht das Problem. Wir brauchen Airship Balloon. Okay, das ist nur in der Teileschmiede wahrscheinlich zu machen. Und das heißt, wir brauchen den und die Strings sind irgendwo. Wo sind die Strings? Habe ich nicht mehr so viele Strings? Oder sie sind ganz oben? Genau. So, okay, da brauche ich zwei Stück davon. Baue ich jetzt direkt. Jupp und jupp. Eins, zwei. Perfekt.
Dann brauchen wir noch das Obsidian. Das werden wir gleich direkt noch holen und bauen. Weil ich nicht sicher bin, ob wir das sowieso hier drin machen können oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. War ja fast klar. Eigentlich schon, ne? Man hat so immer die Hoffnung, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Den brauchen wir auch nicht mehr. Die Dinger nehmen wir mal mit. Die werden wir gleich brauchen. Und dann sind es nur noch die Engines. Und dazu brauchen wir vier Pistons. Eins, zwei, drei. Und Klick, Klick, Engines. Ein Piston noch zusätzlich. Eisen brauchen wir. Das nehmen wir noch mit. Und Redstone. Eins, zwei. Quatsch, Eisenbars brauchen wir auch noch. Aha, so und damit. Ja, wie gesagt, die können wir wahrscheinlich hier nicht hier bauen, sondern hier. Und direkt zwei Stück. Bam, bam. Und dann unser Airship. Oh. Oh, da fehlt ja noch einiges. Oh. Leute, Leute. Okay. Iron. Jetzt habe ich daneben geklickt. Iron. Das werden wir mal klein machen. So, stimmt. Das Obsidian. Das Airship finden. Okay, das heißt einmal das, einmal das, einmal das. Mal gucken, das Iron haben wir noch im Inventar, die Iron Bars haben wir auch noch im Inventar. Das heißt, wir brauchen noch einen Magma Block. Oh nein! Oh doch, wir haben Magma Cream. Hammer! Hammer! Nice, wo haben wir die her? Das waren die einzigen vier wahrscheinlich. Echt jetzt? Ja! Cool, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück? Obsidian. Wo ist es denn? Hier. Hier. Klick. Ah! Okay, ich weiß nicht, was V1, V2, V3 und V4 ist. Aber wir haben vorhin die ganze Zeit bei V3 geguckt. Brauchen wir für V3, V1? Oh, wir hätten viel weniger Zeug gebraucht. Egal, jetzt nehmen wir V3. Okay. Das ist doch ziemlich cool. So, jetzt nehmen wir uns ein bisschen Kohle mit. Und das lassen wir hier. Und jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir eine Startbahn. Wir haben eigentlich nichts, wo wir gut starten können. Ja, wir brauchen mal so eine Startrampe. So, okay. So. Oh Mann, das sieht ziemlich cool aus. So, mit Y kommen wir hier rein und wir kommen 220 Blöcke hoch. Das ist doch mal ziemlich cool. Und vor allen Dingen, das Ding ist jetzt auch schneller. Juhu! Leute, es geht ab. Hier geht's jetzt ab. Ich will dorthin. Ich will dort nur looten und wieder weg.
Ehe, die Blazes kommen nur, wenn wir dort wirklich auf der Wolke stehen, so wie es aussieht. Was haben wir denn jetzt bekommen? Ein Blazepad. Strange Boost Fire Damage. Braucht ein Nether Quartz. Okay. Wir haben ja vielleicht ein bisschen Glück mit den Pets. Es gibt richtig, richtig coole Pets, kann ich euch nur sagen. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte gerne ein bestimmtes. Hoffentlich gibt es das hier. Okay. Juhu. Ziemlich cool. Wir haben ein neues Airship. Das ist viel schneller. Und es ist vor allen Dingen. Es kann weiter hochfliegen, ne? So, bitte noch einmal Lootglück. Oh Mann. Habe ich das weggeschmissen? Wollte ich natürlich nicht. Nein, nicht shiften. Nein, nein, nein. Oh Mann, ich hab's zerstört. Ja, ich habe es zerstört. Was ist mit der? Kann die das? Nee, die kann das auch nicht. Wir können unter Wasser wirklich relativ langsam abbauen. Okay, schade. Schade, das war nicht mein Plan. Aber, ja. Was haben wir hier? Ein Wither-Pad. Lifesteal, immun to Wither-Effects. Das wird uns richtig helfen, gegen den Wither zu kämpfen. Das Blazepad, Fire Damage on Attacks ist natürlich ziemlich cool. Das ist ein Mob, ich glaube, das müssen wir sogar spawnen. Und das Cowpad removes negative Potion Effects. Fills empty pocket with milk. Okay, das ist niedlich. Ja, wir haben Eis und wir haben Snowballs. Ich weiß gar nicht so richtig, was wir mit Eis alles machen können. Smart Output. Eine Chest. Ice Seeds. Okay, Packed Ice. Oh, und einen Ice Airship. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Denn wir haben ja schon unser neues. Aber was kann man denn noch damit machen? Wasser, klar, Packed Ice, wissen wir. Nochmal Wasser, nochmal schisseln, das Eis. Und wir können Frostwalker. Oh Mann, ich glaube, Frostwalker könnte für uns ziemlich cool sein. Da brauchen wir aber erst einen Enchanter dafür. Braucht man Dark Steel dafür. Ja, das können wir mal irgendwann angehen. Okay. Das war es erstmal für diese Folge. Wir haben ein neues Airship. Wir haben angefangen, in unserer neuen Achievements sozusagen zu wildern. Und es geht super voran. Wir werden bald also nochmal in den Nether gehen, um den Rest zu holen. Und dann geht es weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.